Alles klar, danke. Robert? Jetzt ist er weg. Jetzt wollte er gerne was sagen. Und jetzt ist er nicht mehr da. Ja, kann er sein. Ich frage mal, ob er jetzt gerne noch etwas. Wollt ihm das Wort erteilen? Ja, man hat dann ganz vernünftige Gespräche geführt eben. Sie kommen hier grölend an und dann auf einmal stehen sie in Tränen und erzählen von ihrem Heimatland und was da so los ist. Was glaubt ihr, wie vielen Menschen das so geht? Wie emotional einfach sich schützen, indem sie nach außen halt einfach nur grölen und sich dann eine Wand aufbauen. Robert, du wolltest was sagen. Also hallo, also guten Abend, ich bin der Robert. Ich wollte was sagen über den aber Krieg zwischen die ISIS. Ich habe Leichen, Sprachprobleme. Tut mir leid. Aber was in der Welt passiert mit den Kriegen, mit den Frauen und Kindern, die sterben, nur ohne wegen so einem aber scheiß verdammten Krieg. Ganz ehrlich, in Celle war eine Demonstration, Jesiden gegen IS-Fotzen da. Und ganz ehrlich, Marco Seng, auf der Seite Jesiden, er war Sinti, ist von so einem IS-Typen totgeschlagen worden. Und es wird auf nichts, wird in die Zeitung gebracht, es wird nichts in den Nachrichten gebracht. Ganz ehrlich, er bringt dir nur was über Ukraine und sonst was. Guckt euch doch mal an, wie es uns geht, wie uns Zigeuner, wie es darum geht. Die haben es am meisten schwer. Und gegen IS macht keiner was. Die scheiß Regierung macht nur, ihre Leute hinzuschicken, uns hinzuschicken. Aber es wird trotzdem nichts geändert. Aber es sterben Kinder, es aber so gesehen, ja, Obama oder Merkel, die sagen, die machen was aber gegen die ISIS. Was lohnt sich hier mit Luftanschlägen? Das lohnt überhaupt nichts. Es muss mehr passieren, um den Terror in der Welt aufzuhalten. Weil die Menschen, die leiden und darüber. Aber nicht nur auch die Menschen, auch die Kinder. Man denkt doch mal an die Kinder. Allein dreijährige Kinder sterben darin. Dreijährige Kinder, keine Ahnung was Kinder, die nicht mehr das wirklich gelebt haben, die nicht mehr wirklich gelebt haben, sterben wegen solcher Leute, nur weil sie ihren komischen Glauben bringen wollen. Was man jetzt kaum korrekt wäre. Kinder sterben daran. Ist egal, ob so Jude oder Katholike oder Islam oder Sinti oder sonst was. Ein Mensch ist Mensch, aber weil die scheiß ISIS, die wollen nur einen Staat haben, nur einen Islam haben und die Menschen, aber ganz ehrlich, ich weiß, ich bin noch jung, das ist meine Meinung, die müssen zerstört werden, weil die wollen nur einen Staat haben, die wollen alles ausrotten. Und die ISIS, was sie machen, und die köpfen Menschen vor laufenden Kameras. Aber was Obama macht oder Merkel, die machen gar nichts dagegen. Die machen nur mit Luftanschlägen. Das lohnt sich nicht. Man muss die aber treffen, aber richtig, per Boden, aber Truppen zu treffen. Und die Kurden, und die schaffen das nicht alleine. Weil die Kurden und die haben keine richtige Armee. Weil die holten auch die Waffen von uns, von den Deutschen, aus der Bundeswehr, haben die Waffen bekommen. Aber ohne die Waffen, da hätten sie schon längst verloren. Obama, aber ganz ehrlich, Obama, das ist die Weltmacht wie die Russland. Ich weiß, ich bin noch jung, ich sag die Wahrheit aber, Obama, der könnte locker eine Bombe schmeißen auf die, dann wäre alles aus und vorbei gewesen. Aber trotzdem macht er das nicht, aber wieso? Guck mal, es sterben Kinder alltäglich. Kinder. Man denkt doch mal an die Kinder. Frauen. Aber keiner denkt daran. Und die Nachrichten und die Lügen alle. Das ist nun mal die Wahrheit. Aber danke schön für euer Zuhören. Hallo, ich bin der Timo und ich bin Zigeuner von den Sintis und ich muss was Ernstes fragen. Mein Alter ist 17 Jahre alt und jetzt in Celle. Ich denke mal, Sie haben von Celle gehört, was da gerade los ist. Die Jesiden gegen die IS und gegen Moslems, was gerade los ist. Marco Seng ist letzte Woche von einem von den IS-Leuten
zusammengeschlagen worden, dass er daran verstorben ist. Überlegen Sie mal, was hier los ist in unserem eigenen Land hier, dass die Leute herkommen. Die Regierung macht nichts dagegen. Alles, was sie machen, ist hier Waffen weiterschicken. Waffen gegen Waffen. Waffen töten Leute. Und das geht gar nicht. Ich sag mal, was anders klären. Obama könnte auch noch an Waffen. Wir müssen was machen. Wir müssen nicht mit Waffen kämpfen. Nein, wir müssen mal mit irgendwas mit reden, müssen wir mal. Waffen machen den Krieg alleine. Waffen mit den USA mit den Atombomben, mit Russland mit den Atombomben. Was bringt das weiter? Es läuft der Krieg immer weiter her. Es wird immer weiter provoziert mit den Waffen. Und ganz ehrlich, es muss was gemacht werden. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier seid. Weil es zeigt einfach, dass viele Menschen sich einfach Gedanken machen. Und auch wenn Sie hier über den Schlossplatz gehen und da mal stehen bleiben und dann auch sich trauen, mal hier Ihre Meinung mal zu äußern, dann sieht man auch, was so in unserer Gesellschaft halt los ist. Und ja, ich finde es auch ein Wahnsinn, dass man jetzt gegen einige wenige Terroristen mit Luftangriffen vorgeht. Ich stelle mir das jetzt gerade mal vor, als wir hier mal die RAF hatten. Als wir die RAF hatten, man hätte jetzt Deutschland bombardiert, weil es ein paar RAF-Terroristen gegeben hat in Deutschland. Es ist nichts anderes. Es ist eine gewisse Masse Menschen, eine gewisse Masse Terroristen, die unterwegs sind. Und es werden ganze Länder bombardiert. Es wird der Irak bombardiert, es wird der Syrien bombardiert. Und nur, es wird ein Grund gesucht, um Angriffe zu führen. Und da müssen wir hingucken. Und ich fand es ganz gut, was den Namen nicht mehr im Kopf, dein Kollege, der Timo, was der Timo eben gesagt hat, dass wir nicht mit Waffen kämpfen dürfen. Und das ist das, warum wir hier stehen. Wir stehen nicht hier, weil wir andere Kriege haben wollen, weil wir mit Waffen irgendetwas bewirken wollen, sondern weil wir einfach das Bewusstsein der Menschen für das, was um uns herum passiert, einfach schärfen wollen. Und dafür stehen wir hier, damit die Menschen aufwachen. Und wenn genügend Menschen wach sind, dann können wir auch etwas gegen diesen ganzen Wahnsinn tun, der um uns herum passiert. Jetzt Robert wollte doch gerade ein paar Worte sagen. Ja. Also, weil wir dürfen das nicht aber zulassen, was damals in Deutschland passiert ist. Das wisst ihr alle ganz genau, was damals passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Das darf nicht nochmal passieren, weil wir sind ein Volk. Wir sind ein deutsches Volk. Wir müssen zusammenhalten, gegen aber Rassismus, aber gegen alles zusammenhalten. Egal ob Islam oder Christen oder Judentum oder sonst was. Wir müssen alle zusammenstehen, weil das kommt auf uns alles zu. Und das seht ihr auch aber selber, was passiert. Bei ISIS ist sogar unter uns, in Deutschland, die tarnen sich noch. Aber seht ihr, was passiert ist in aber Hamburg oder Celle? Es kommt doch alles auf uns noch zu. Wir müssen als aber deutsches aber Volk zusammenstehen. Ihr sagt nicht, dass ich irgendwie rassenfeindlich bin, das bin ich nicht. Ich bin auf alle Kulturen offen. Aber wir dürfen aber Terrorismus nicht zulassen. Oder wollt ihr, dass irgendwie eure Kinder in so Bus oder Straßenbahn stehen, steht da einer, Allahu Akbar, da zündet eine Bombe. Also wollt ihr das? Nein. Also wir müssen zusammenstehen, weil die ISIS ist extrem. Sie sind sogar unter uns, in Deutschland. Weil die tarnen sich noch. Aber wenn es aber darauf kommt, dann machen sie Anschläge. Und das dauert nicht mal lange. Und die sind überall verteilt im Bundesland. Aber danke auf euer Zuhören. Danke nochmal.